Mit dem geplanten Versorgungsstärkungsgesetz sollen Hochschulambulanzen nun vermehrt die ambulante Versorgung mit übernehmen. Die KV'n, die zusammen mit den Krankenkassen die Aufgabe haben, die medizinische Versorgung sicherzustellen, sehen das kritisch, vor allem was Kompetenz und Finanzierung angeht. Für die Universitätsmedizin Mainz ist das neue Gesetz ein Schritt in die richtige Richtung. Hier sieht man sich als Teamplayer in der Patientenversorgung. Die Herausforderung nur für uns ist, und daher begrüßen wir sehr den Referentenentwurf dahingehend, dass die Hochschulambulanzen, also diese Tätigkeit, die unverzichtbar ist, sage ich, in der Betreuung der Patienten, wir machen ja etwas, was die anderen nicht machen und nicht machen können, dass das nicht ausreichend finanziert war. Und da hoffen wir jetzt, dass das dann auch kostendeckend für die Universitätskliniker machbar ist. Die Chefin der Unimedizin sieht für die Hochschulambulanzen die positiven Ansätze des Versorgungsstärkungsgesetzes, die ihrer Meinung der Verbesserung der medizinischen Versorgung dienen. Check-ups und Routineuntersuchungen gehören für sie nicht dazu. Ich glaube, dass man immer das Beste aus beiden Welten dem Patienten zukommen lassen sollte. Und ich glaube, Vorsorgeuntersuchungen müssen nicht hier gemacht werden. Ich glaube aber, dass da die Niedergelassenen sehr wohl wissen, wann sie uns mit zu Rate ziehen oder wo sie mal eine spezielle Untersuchung brauchen, die sie nicht veranlassen können oder nicht selber machen können. Und von daher ist es ganz wichtig, dass man sektorenübergreifend arbeitet und immer den Patienten im Blick hat. Was ist für diesen Patienten am besten? Und aus welchem Bereich kann ich das Beste bereitstellen? Von daher glaube ich nicht, dass es da irgendwelche Probleme geben sollte. Doch die Befürchtung steht im Raum, dass die Konkurrenz von Krankenhausambulanzen den Ärztemangel verschärfen statt verbessern könnte. Der Dekan der Universitätsmedizin setzt daher auf Zusammenarbeit und darauf, in der Lehre gerade für die Allgemeinmedizin mehr zu tun. Wir tun viel dagegen von Seiten der Universitätsmedizin. Wir haben in der Allgemeinmedizin ein sehr gutes Netz von Allgemeinärzten, wo die Studierenden hospitieren können, wo sie sogar einen Teil ihres praktischen Jahres, also des letzten Ausbildungsabschnittes, machen können. Das funktioniert sehr gut, wird von den Studierenden auch gut angenommen und gut beurteilt. Wir wollen darüber hinaus die Allgemeinmedizin universitär insofern aufwerten, als wir eine W3-Professur für Allgemeinmedizin machen. Gegenwärtig ist das eine Honorarprofessur, sodass im universitären Bereich die Allgemeinmedizin sozusagen auf gleichem Niveau operiert wie die anderen Fächer. Das kann atmosphärisch noch mal was verbessern in Richtung Akzeptanz der Allgemeinmedizin, ist aber sicher nur ein Faktor von vielen. Initiativen wie Lass dich nieder von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sieht die Universitätsmedizin daher positiv. Der Promotag fand schon zweimal auf dem Gelände der Unikliniken und des Universitätscampuses statt. Ich kann der Aktion nur Erfolg wünschen. Ich glaube, wir müssen alle zusammenarbeiten, um diese Niederlassungsbereitschaft wieder größer werden zu lassen oder aufrechtzuerhalten zumindest. Ich wünsche dem allen denklichen Erfolg.